Was aber sonst konnten Sie von mir erwarten? Es war der gewöhnliche, ungepflegte Garten großer Bauernhöfe. Die feste Steinmauer hatte mehr erwarten lassen. Im Grase standen regelmäßig verteilt abgeblühte Kirschbäume. In der Ferne sah man das Bauernhaus, einen ebenerdigen, ausgedehnten Bau. Es war schon sehr dunkel. Ich war ein später Gast. Wenn der Mann auf der Mauer mich nur irgendwie belogen hatte, konnte ich in eine unangenehme Lage kommen. Auf dem Weg zum Haus traf ich niemanden, aber schon wenige Schritte vor dem Haus sah ich durch die offene Tür im ersten Raum zwei große alte Leute, Mann und Frau, die den Blick der Tür zugewendet aus einer Schüssel irgendeinen Brei essen. Im Finstern unterschied ich nichts Genaueres, nur am Rock des Mannes glänzte es stellenweise wie von Gold. Es waren wohl die Knöpfe oder die Uhrkette. Ich grüßte und sagte dann, ohne vorläufig die Schwelle zu übertreten, ich habe gehört, dass man hier im Dorf gegen Bezahlung übernachten kann. Ich suche Nachtquartier. Die beiden Alten hatten sich
hatten die Löffel in den Brei gesteckt, sich zurückgelehnt und sahen mich schweigend an. Sehr gastfreundlich war ihr Benehmen nicht, deshalb fügte ich hinzu, ich hoffe, dass die Auskunft, die ich erhalten habe, richtig war und dass ich sie nicht unnötigerweise gestört habe. Ja, ich sagte das sehr laut, weil vielleicht waren die beiden auch schwerhörig. Kommen Sie näher, sagte der Mann nach einem Weilchen. Nur weil er so alt war, folgte ich ihm. Ansonsten hätte ich natürlich darauf bestanden, dass man auf meine bestimmte Frage bestimmt antwortete. Jedenfalls sagte ich während des Eintritts, wenn Ihnen meine Aufnahme die geringsten Schwierigkeiten macht, sagen Sie es ganz offen. Ich bestehe durchaus nicht darauf. Ich gehe in den Gasthof. Es ist mir ganz gleichgültig. Er redet zu viel, sagte die Frau leise. Er redet zu viel. Das konnte doch nur als Beleidigung gemeint sein. Auf meine Höflichkeit antwortete man mit Beleidigungen. Aber es war eine alte Frau und ich konnte mich nicht wehren. Und vielleicht war diese Wehrlosigkeit auch der Grund dessen, dass die nicht zurückzutreibende Bemerkung der Frau in mir viel mehr wirkte, als sie es verdiente. Ich fühlte irgendeine Berechtigung irgendeines Tadels. Nicht, weil ich zu viel geredet hätte, denn tatsächlich hatte ich nur das Notwendigste gesagt, aber aus anderen ganz nah an meiner Existenz heranreichenden Gründen. Ich sagte nichts weiter, bestand auf keine Antwort mehr. In einem nahen, dunklen Winkel sah ich eine Bank, ging hin und setzte mich. Essen. Ein Mädchen brachte aus einem Nebenzimmer eine Kerze und stellte sie auf den Tisch. Jetzt sah man noch weniger als vorher. Alles war wie im Dunkel zusammengezogen. Nur die kleine Flamme flackerte in den leicht gebeugten Köpfen der beiden Alten. Ein paar Kinder liefen aus dem Garten herein. Eines stolperte, fiel hin und weinte. Die anderen standen verstreut im Zimmer. Geht schlafen, sagte der Alte. Sofort sammelten sie sich. Das Weinende schluchzte nur noch. Ein kleiner Junge ganz in meiner Nähe zupfte mich am Rock, so als meinte er, ich solle auch mitkommen. Und tatsächlich
wollte ich ja auch schlafen gehen, also stand ich auf und ging als großer Mensch inmitten der Kinder, die laut und einheitlich Gute Nacht sagten, stumm aus dem Zimmer. Der freundliche kleine Junge hielt mich bei der Hand so, dass ich mich leicht im Dunkeln zurechtfand. Wir kamen auch bald an eine Leitertreppe, stiegen hinauf und waren auf dem Dachboden. Durch eine kleine, halboffene Luke sah man gerade den schmalen Mond. Es war eine Lust, unter die Luke zu treten. Mein Kopf ragte fast in sich hinein und die blaue, doch kühle Luft zu atmen. Auf der Erde war an einer Ecke Stroh aufgeschüttet. Hier war auch für mich Platz genug zum Schlafen. Die Kinder, es waren zwei Jungen und drei Mädchen, zogen sich unter Lachen aus. Ich hatte mich in den Kleidern aufs Stroh geworfen. Ich war hier bei Fremden, hatte keinen Anspruch, hier gelassen zu werden. Auf den Ellbogen gestützt sah ich ein Weilchen noch den Kindern zu, die halbnackt in einem Winkel spielten, denn fühlte ich mich so müde, dass ich den Kopf auf den Rucksack legte, die Arme ausstreckte, ein wenig noch die Dachbalken mit den Blicken streifte und einschlief. Im ersten Schlaf glaubte ich noch, den einen Knaben rufen zu hören, Achtung, er kommt! Worauf in mein schon entschwindendes Bewusstsein das eilige Trippeln der Kinderfüße hineinklang, die zu ihrem Lager liefen. Ich hatte gewiss nur ganz kurz geschlafen, denn als ich wach wurde, fiel das Mondlicht fast unverändert auf die gleiche Stelle des Fußbodens. Ich wusste nicht, warum ich aufgewacht war, denn ich hatte ohne Träume und tief geschlafen. Da bemerkte ich neben mir, etwa auf der Höhe meines Ohres, einen kleinen, buschigen Hund, eines jener widerlichen Schoßhündchen mit verhältnismäßig großem Kopf, von lockigen Haaren umgeben, in dessen Gesicht die Augen und die Schnauze wie Schmuckstücke aus einer hornartigen Masse locker eingesetzt sind. Wie kam ein solcher Großstadthund ins Dorf? Was trieb ihn bei Nacht im Hause herum? Warum stand er bei meinem Ohr? Ich fauchte ihn an, damit er wegliefe. Vielleicht war er ein Spielzeug der Kinder und hatte sich zu mir nur verirrt. Er erschrak über mein Blasen, lief aber nicht weg, sondern drehte sich nur um. Stand nun da auf krummen Beinchen und zeigte seinen, besonders im Verhältnis zum großen Kopf, verkümmerten kleinen Leib. Da er ruhig blieb, wollte ich weiter schlafen, aber ich konnte es nicht. Immerfort sah ich gerade vor meinen geschlossenen Augen den Hund in der Luft schaukeln und die Augen hervordrücken. Es war unerträglich.
Ich konnte das Tier nicht bei mir behalten. Also stand ich auf, nahm das Tier auf den Arm, um es hinauszutragen. Aber das bisher so stumpfe Tier fing an, sich zu wehren, versuchte mit seinen Krallen mich zu fassen. Also musste ich auch die Pfötchen verwahren, was freilich sehr leicht war. Alle vier konnte ich leicht in einer Hand zusammenfassen. So, mein Hündchen, sagte ich zu dem Köpfchen mit den schüttelnden Locken hinunter, trat mit ihm ins Dunkel, um die Tür zu suchen. Erst jetzt fiel mir auf, wie still das Tier war. Es quiekte, es bellte nicht. Nur das Blut klopfte ihm durch alle Adern, das fühlte ich deutlich. Nach ein paar Schritten, die Aufmerksamkeit, die der Hund in Anspruch nahm, hatte mich unvorsichtig werden lassen, stieß ich zu meinem großen Ärger an eines der schlafenden Kinder. Es war jetzt auch ganz dunkel auf dem Dachboden, durch die Luke fiel nur noch wenig Licht. Das Kind seufzte. Für einen Augenblick war es ganz still. Ich entfernte nicht einmal die Spitze meines Fußes, um das Kind nur ja durch keine weitere Änderung zu stören. Es war zu spät. Plötzlich sehe ich ringsum die Kinder in ihren weißen Hemden sich erheben. Wie eine Aufforderung, wie ein Befehl. Meine Schuld war es nicht, ich hatte nur ein Kind geweckt und dieses Wecken war gar kein Wecken gewesen, sondern nur eine kleine Störung, die ein Kinderschlaf leicht hätte überstehen müssen. Was ist denn, Kinder, rief ich, schlaft weiter. Sie tragen etwas. Und alle fünf fühlten an mir herum, ja, diesen Hund hier trage ich hinaus, er hat mich nicht schlafen lassen, ich hatte kein schlechtes Gewissen, wenn die Kinder den Hund raustragen wollten, war es umso besser. Er hat mich nicht schlafen lassen, wisst ihr, wem er gehört? Der Frau Kruster. So glaubte ich wenigstens aus dem undeutlichen, verschlafenen, verwirrten, nicht für mich, sondern nur untereinander bestimmten Ausrufen zu hören. Frau Kruster, wer ist denn Frau Kruster? Fragte ich. Aber ich bekam von den aufgeregten Kindern keine Antwort mehr. Eines nahm ich den Hund vom Arm und lief mit ihm weg. Alle folgten. Ja, alleine wollte ich hier nun nicht bleiben. Die Schläfrigkeit war mir nun auch schon vergangen. Einen Augenblick lang zögerte ich zwar. Es schien mir, als mischte ich mich zu sehr in die inneren Angelegenheiten dieses Hauses ein, in dem mir niemand großes Vertrauen gezeigt hatte. Aber dann lief ich ihnen doch nach. Ich hörte knapp vor mir das Tappen ihrer Füße, aber in dem völligen Dunkel und auf unbekannten Wegen stolperte ich öfters und stieß einmal an, sehr schmerzhaft mit dem Kopf an die Wand. Wir kamen auch in das Zimmer, in dem ich die beiden Alten zuerst gesehen hatte. Durch die immer noch offene Tür sah man den Garten im Mondlicht. Geh hinaus, sagte ich mir, die Nacht ist warm und hell. Man kann weiter marschieren oder auch draußen übernachten. Es ist doch so sinnlos, hier den Kindern hinterher zu laufen. Aber schließlich lief ich ihnen dann doch nach. Ich hatte ja auch noch Rock und Stock und Rucksack auf dem Boden. Aber wie die Kinder liefen. Das mondbeleuchtete Zimmer hatten sie, wie ich deutlich gesehen hatte, mit wehenden Händen in zwei Sprüngen durchflogen. Mir fiel ein, dass ich für den Mangel an Gastfreundschaft in diesem Hause gebührend dankte, indem ich das Haus durchlärmte. Einen Rundlauf durchs Haus veranstaltete, selber statt zu schlafen, das Haus durchlärmte, so war es, das Haus durchlärmte. Neben meinen schweren Stiefeln waren die leichten Kinderfüße nicht zu hören und nicht einmal wusste, was sich als Folge all dessen noch ergeben sollte. Plötzlich leuchtete es hell auf. In einem vor uns
sich öffnenden Zimmer mit einigen weit offenen Fenstern saß bei einem Tisch eine schöne Frau, eine zarte Frau, und schrieb beim Schein einer schönen Stehlampe. Kinder, rief sie, mich sah sie noch nicht. Ich blieb vor der Tür im Schatten. Die Kinder stellten den Hund auf den Tisch. Sie liebten die Frau offenbar sehr, immerfort suchten sie in die Augen zu schauen. Ein Mädchen hat ihre Hand gegriffen und streichelte sie. Sie schien es gar nicht zu merken, ließ es geschehen. Der Hund stand auf dem Briefbogen, auf dem sie eben noch geschrieben hatte, und streckte ihr seine kleine, zitternde Zunge entgegen, die man knapp vor dem Lampenschirm deutlich sah. Die Kinder baten nun, hierbleiben zu dürfen, und versuchten der Frau eine Zustimmung abzuschmeicheln. Die Frau blieb unschlüssig, erhob sich, zeigte auf das eine Bett und den nackten Fußboden. Die Kinder wollten das nicht gelten lassen, legten sich an der Stelle nieder, wo sie gerade standen. Einen Augenblick war alles still. Die Frau blickte, die Hände im Schoß gefaltet, lächelnd zu den Kindern hinab. Hin und wieder hob eines den Kopf. Aber als es dann die andere noch liegen sah, legte es sich wieder zurück.